herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Scania Part Mod von HRS Mods in der Version 1.8 mit einem neuen Update. Und was hier alles mit am Start ist, zeige ich euch jetzt hier nochmal. Vor allen Dingen für die Leute, die es nicht kennen, haben wir zum Beispiel eine große Sonnenblende. Die sieht so aus, ne? Die ist richtig fett. Fett, fett, fett. Dann haben wir hier natürlich eine Oldschool Seitenverkleidung, ne? Die sieht dann so aus, da könnt ihr hier ein paar Lampen anbauen, wenn gewollt, gewünscht, wie auch immer. Da mache ich hier mal ein paar Lampen hin. Da muss das aber noch gefixt werden, denn das passt hier immer noch nicht. Das passt hier nicht, ne? Seht ihr selber? Da könnt ihr jetzt erstmal nur die normalen von STS Lampen anbauen, denn die anderen passen hier nicht. Die werden hier nicht dargestellt. Genau, da müsst ihr halt dann dabei die hier nehmen von STS. Genau. Was hier noch neu mit dabei ist, ist es, dass jetzt hier die Lackierung 1 zu 1 übereinstimmt. Das zeige ich euch jetzt hier anhand mal des Schwerlasts. Hier zum Beispiel, ne, mit den schwarzen Streifen hier. Oder so zum Beispiel. Oder. Hier sieht man es auch ganz gut. Das wurde jetzt hier angepasst, damit ihr hier skintechnisch, damit das hier auch zusammenpasst mit der Seitenverkleidung. Na, das ist hier auch neu. Und was noch Neues ist, sehen wir dann im Interieur. Dazu komme ich dann gleich noch. Zeige ich euch noch hinten ganz schnell. Nämlich hier unsere hintere Heckstoßstange. Die sieht dann so aus. Die ist lackiert. Hat dann hier natürlich noch einmal links, einmal rechts. So Slots. Und dann könnt ihr hier noch Lampen hinbauen. Ich nutze jetzt hier das von Powercasi, weil ich das hier schon mit dabei habe. Left, left. Das alles mit dabei. Und einmal die Rückwärtslampe und dann hier die rechten Blinker natürlich noch, und hier gibt es auch einen Schmutzlappen dazu. Der sieht dann so aus, ne? Die Verkleidung machen wir jetzt in dem Fall auch lackiert, dann passt das alles hier schön zusammen, ne? So sieht es dann aus. Und jetzt noch zum Interieur, da habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, ich zeige das mal anhand dieser Slots. Habt ihr zum Beispiel ein rotes Scania Cappy mit dabei? Ne? Das sieht schon mal cool aus. Kann man immer gut gebrauchen. Kann man sich auch hier hinlegen, wenn gewollt, gewünscht. Und dann haben wir noch dabei, zeige ich noch hier diesen Wabis-Pokal. Ne? Dann einen Greif in klein. Den gibt es aber auch in groß. Wo ist er denn? Zeige ich euch noch ganz schnell. So. Das ist jetzt nicht so mein Fall, aber ja. Da gibt es einen V8-Pokal. Der hier mit dem V8-Logo. Mit zwei Kolben. Sieht auch ganz cool aus. Den schauen wir uns nochmal genauer an im Game. Und was habe ich noch gesehen? Hier gibt es natürlich noch einen Wabis-Pokal mit Firmenlogo. Das heißt, das ist der gleiche wie der hier, bloß dass ihr den selber skinnen könnt. Ne? Hier steht hinten zum Beispiel und dann vorne ist dann vorne. Dann könnt ihr euch dann umskinnen. Ne? Auf alle Fälle coole Sache. Boah, ist auch nicht schlecht, wo man da eigenes Firmenlogo da vielleicht noch drauf kritzelt. Cooles Ding auf alle Fälle, ja. Muss man schon sagen. Ja, das ist jetzt hier auf alle noch mit am Start. Jetzt muss ich bloß mal ein anderes Interieur reinmachen, weil sonst finde ich das nicht so schick. So, jetzt. Ja. Das ist jetzt hier in dieser Version 1.8 noch mit dabei. Es wurden noch ein paar Sachen fehlertechnisch behoben, damit es alles ein bisschen reibungsloser läuft hier. So, dann habe ich die mir jetzt mal ein bisschen zurechtgepimpt. Zumindest sieht er jetzt so aus. Jetzt hier mal gut genommen. Auf alle Fälle sieht er gar nicht so schlecht aus jetzt hier. Und die Sonnenblende, ja gut, die ist recht groß. Ist halt Geschmackssache, wenn es so groß ist, muss man halt den Sitz runterstellen, damit man hier noch schön rausziehen kann. Ansonsten die Stoßstange ist gut. Schmutzfänger, Seitenverkleidung jetzt hier in der lackierten Variante mit den STS-Skins kompatibel. Das sieht auch danach gar nicht so schlecht aus. Dann hier dieser V8-Pokal. Moment, wir können es mal mit der Flycam machen. Warte mal. Das ist alles möglich hier, ja. Hier. Da sieht er jetzt hier. Da ist er. Truckstar Number One. V8-Pokal. Sieht ganz cool aus. Hier nochmal dieser Wabis-Pokal. Hier Oldschool Trucking. Und hier dann das Scania-Logo. Oder dann hier diese Scania-Mütze, ne? Sieht auch ganz cool aus. Kommen wir nun zum Lichttest. Leuchtet, das passt auch alles hier. Hier auch die Seitenverkleidung am Heck.
sieht alles soweit ganz gut aus. Auf alle Fälle schöne Erweiterung für den Scania Next Generation. Dann kommen wir mal kurz zum Fazit zur Version 1.8. Also hier wurden ein paar Sachen gefixt wieder, immer wieder am Laufenden zu sein und um Fehlerbehebungen voranzuschreiten, damit wir nicht zu viele Fehler haben. Und natürlich hier mit dabei dieser V8-Pokal. Da haben wir eine schöne Scania-Mütze noch, ne? Die ist sehr schön. Hier auch nochmal ein Pokal, wo ihr dann auch nochmal selber skinnen könnt mit euren eigenen Firmenlogo. Ganz cool. Sonnenblende, sieht ihr ja. Schön groß. Müsst euren Sitz halt nach unten stellen, weil sonst seht ihr hier nichts mehr. Ne? Stoßstangen habt ihr auch gesehen. Kann man auch ein bisschen zusammenbauen mit verschiedenen Lampen. Auch Slots an der Seite. Die Seitenverkleidung wurde jetzt auch angepasst, damit diese originalen STS-Skins hier auch kompatibel damit sind. Ne? Dass es nicht irgendwie verschwommen ist oder so. Sieht halt dann doof aus, wenn man die gerne nutzt. Ist natürlich auch kompatibel mit dem 50k Add-ons Mod, den ich ja hier gerade nutze, habt ihr ja gesehen, sonst würde er nicht so ausschauen. Und ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es kompatibel ist mit anderen Mods, ne? Dass es sich hier nicht irgendwie beißt oder so. Genau, sonst gibt es hier nicht mehr viel hinzuzufügen. Ihr dürft gerne mal bei der HRS Mods Seite vorbeischauen, Link dazu in der Beschreibung, ne? Da wisst ihr Bescheid. Ansonsten wie immer Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der Version 1.8 mit den Scania Parts. In diesem Sinne wie immer, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und